Der Alberta Vinales, 15, der Supersport 300 fuhr, starb bei einem der Superbike-Rennen bei einem Unfall. Der Fahrer, der auf der Rennstrecke von Jerez de la Frontera Runden drehte und vor dem ersten Rennen stand, wurde in ernstem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Dann die Todesanzeige. Nach den ersten Rekonstruktionen wäre der 15-jährige Fahrer, Cousin von Maverick Vinales, der in der MotoGP fährt, gefallen und anschließend von den Fahrern, die ihm folgten, getroffen worden. Sofortige Hilfe vom medizinischen Personal des Kreises. Der Pilot war ins Krankenhaus nach Sevilla transportiert worden, aber jeder Wiederbelebungsversuch war vergeblich. Das Samstagsprogramm, wie von Dorna mitgeteilt, wurde abgesagt. Der Alberta Vinales, geboren 2006, war Spanierin aus Palau Zawarra. Er fuhr mit dem Vinales Racing Team Insignia, einem Team, das von Maverick Vinales Vater geleitet wurde. Die Familie trauert nun um einen Tag, der eigentlich ein Fest- und Wettkampftag sein sollte. Und was genau am Sonntag, dem 26. September, dem Tag der Wettkämpfe, passieren wird, herrscht Ungewissheit. Ob es läuft oder nicht, ist nicht bekannt.